Hallo, ich bin Vera, fast 13 Jahre alt und das ist mein erster eigener Instagram-Account. Neujahr. Es gibt so viele Sachen, die ich mir dieses Jahr wünsche. Also schreibe ich mir eine Liste mit all meinen Neujahrswünschen. Wunsch 1: ein cooles Zimmer. Am besten so eins wie von der Carla, mit Postern, Lautsprechern und einem großen Spiegel. Mein zweiter Wunsch ist, dass ich mit meinem Instagram-Profil erfolgreich werde. So mit 1000 Followern oder doch Millionen. Mein dritter und letzter Wunsch ist, dass ich mich verlieben möchte. Carla und die anderen verlieben sich ständig. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Wie wäre es denn, wenn ich ganz doll an einen Jungen denke? Zum Beispiel an meinen besten Freund Louis. Ob eine halbe Stunde am Tag da wohl reicht? Heute war der erste Schultag nach den Ferien. Wir haben eine neue Mitschülerin, die Beate. Sie scheint ganz nett und cool zu sein. Heute haben Louis und ich im Jugendtreff einen Roboter fertig gebaut. Ich fand ihn ja super cool, aber Beate fand ihn einfach nur schräg. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich denken soll. Heute war mein Geburtstag. Meine Mama kam gleich am Morgen in mein Zimmer und hat mir mein Geschenk gebracht. Es ist eine super coole Kamera für mein Instagram. In der Schule habe ich Beate, Carla und die anderen Mädels zu meiner Party eingeladen. Zu Hause habe ich dann noch schnell meine peinlichen Spielzeuge in den Schrank gestopft. Am Abend war dann endlich meine Geburtstagsparty. Alle sind gekommen. Beate hat in meinem Zimmer den Schrank geöffnet und alle Sachen sind rausgefallen. Erst dachte ich, oh je, peinlich. Aber die anderen fanden das gar nicht schlimm. Wir haben dann einfach gespielt. Beate fand das einfach nur kindisch und wollte deswegen einen Horrorfilm schauen. Den fanden wir anderen aber viel zu gruselig und haben den Fernseher schnell wieder ausgeschaltet. Beate hat sich dann einfach die Carla geschnappt, meine beste Freundin, und ist einfach früher von meiner Party gegangen. Liebes Tagebuch, das war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Beate hat die Fähigkeit, von einer Sekunde auf die andere alles kaputt zu machen. Was auch immer ich mache, sie findet es kindisch. Das Blödeste ist, dass Carla davon nichts merkt. Sie vergöttert Beate einfach nur. Es ist, als würde ich für sie nicht mal mehr existieren. Alles, was wir gemeinsam hatten, ist jetzt offenbar nur noch langweilig oder unwichtig. Schnief, mein Leben ist zu 110% schlimmer als die Hölle. Heute war ich bei der Oma. Eigentlich wollte ich ja mit Mama über das Ganze reden, aber sie hatte keine Zeit für mich. Oma hat mir zugehört. Oma ist einfach die Beste. Mama hatte heute ein französisches Date. Damit ich nicht alleine bin, ist Louis zu mir gekommen und wir haben Pizza gebacken. Heute war der letzte Schultag. Endlich sind Sommerferien. Beate und Carla fahren zusammen in Urlaub und ich bleibe einfach nur zu Hause. Das ist so gemein. Liebes Tagebuch, ich kann mich gar nicht über die Sommerferien freuen. Beate und Carla posten die ganze Zeit ihre coolen Erlebnisse auf Instagram. Ich bin so neidisch. Ich will auch grinsen und Freundinnenkrams machen. Louis sehe ich auch erst in einer Ewigkeit. Ich habe darüber nachgedacht, ob er und ich irgendwann ein Paar sein könnten. Jetzt muss ich aber schnell los. Mama und ihr Freund fahren mit mir ins Möbelhaus. Ich bekomme endlich mein neues Jugendzimmer. PS, seit Sommerferien sind, hat Carla sich kein einziges Mal gemeldet. Ich bin so aufgeregt. Heute habe ich Louis geschrieben, ob er mit mir gehen will. Er hat ja gesagt. Heute war endlich unser erster Pärchentag. Erst war es ein bisschen komisch, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Dann haben wir aber Mensch ärger dich nicht gespielt und alles war gut. Heute war ich wieder bei Oma. Ich habe mit ihr über erste Freunde und Louis geredet. Sie konnte mir super Ratschläge geben. Ein paar Tage später habe ich Louis angerufen und ihn gefragt, ob wir nicht lieber Freunde sein wollen. Er fand das auch besser. Beate hat mich heute in den Club der Verliebten eingeladen, den sie mit Carla gegründet hat. Da wollte ich schon so lange rein. Dann haben Carla und ich uns ausgesprochen und bei mir zu Hause Muffins gebacken. Liebes Tagebuch, ich konnte in den letzten Monaten gar nicht schreiben. So viel war bei mir los.
Carla und ich sind wieder beste Freundinnen. Ich könnte fliegen vor Glück. Ich hatte solche Angst, sie zu verlieren. Wir machen jetzt bei der Modedesign AG im Jugendtreffen mit. Ich habe einen Rock genäht und Carla eine Bluse. Am Freitag gibt es eine Modenschau, auf der wir alle unsere Sachen zeigen. Louis und ich sind nicht mehr zusammen. Das ist besser so. Da können wir einfach das machen, wozu wir Lust haben. Louis war schon immer mein Freund. Wieso sollte sich das ändern? Nur weil wir älter werden. Ein Jahr ist rum. Es ist so viel passiert. Meine größten Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Dafür bin ich mega dankbar. Außerdem habe ich mittlerweile so viele Follower. Hoffentlich wird das nächste Jahr genauso toll.